Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute ein bisschen anderes Video. Ich wurde nämlich vom Selekis nominiert, meine 5 besten Druid-Sets vorzustellen. Und der eine oder andere, der mich vielleicht schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich jetzt nicht so einer bin, der jeden Tag sein Transmog ändert. Ich glaube, ich habe das, was ich jetzt getransmogt habe, schon fast durchgehend seit 10 Jahren oder so gefühlt. Ja, könnte sogar fast hinkommen tatsächlich. Und dementsprechend habe ich da nicht so viel Variation drin. Ich will euch aber dennoch mal 5 Sets zeigen, die ich ganz cool finde. Und ja, ich würde sagen, da schauen wir mal rein. Das Selekis hat, glaube ich, eher gemeint, dass man jetzt T-Sets oder PvP-Sets zeigt, also Sets, die schon vorgefertigt sind. Ich werde jetzt mit einem Set anfangen, das ich mir selber gebastelt habe und das ich schon tatsächlich seit Jahren selbst getransmogt habe. Und das ist nämlich kein T-Set. Und zwar seht ihr hier das Set. Das habe ich bis auf den Umhang und den Waffen schon seit Anfang, Mitte Wrath of the Lich King so. Und zwar habe ich mir damals den Kopf, den man aus Naxxramas erspielen konnte, habe ich den gesehen und dachte mir, der ist nice. Das schaut so ein bisschen aus wie so ein Spartanerhelm. Den fand ich geil. Und es gibt leider wenig Leder-Items, die in der Richtung quasi gestaltet sind. Das meiste, was halt Druids haben, ist halt so ein Baumkuschler-Set mäßig, so Natur, Grün. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte ein bisschen was anderes. Dementsprechend habe ich mich hier so ein bisschen verliebt, ist jetzt zu viel, aber mir hat halt der Helm sehr gut gefallen und habe ich nach Items gesucht, die quasi dazu passen. Der Helm ist aus Naxxramas, also aus dem 25er oder 10er Naxxramas. Und ja, den Rest habe ich mir dann zusammengesammelt. Einige Sachen sind dann noch aus Ulduar, dann sind ein paar Sachen aus HC-Instanzen aus Burning Crusade, also tatsächlich auf einem anderen Addon. Dann hat man noch ein paar Sachen craften können. Ja, und so habe ich mir das Set zusammengebastelt, also aus verschiedenen Instanzen das Ganze. Und wie ich finde, passt es doch relativ gut zusammen. Also mit dem Grundmuster ist es einigermaßen stimmig. Was natürlich jetzt nicht so ganz hundertprozentig dazu passt, ist der Umhang. Den habe ich mir irgendwann später, der ist glaube ich aus Nighthold, also in Legion, dann mit dazu gebastelt. Einfach um noch ein bisschen was, bisschen Kontrast reinzubringen. Er ist auch relativ dunkel und ich fand, das hat eigentlich ganz okay gepasst. Und zusätzlich natürlich auch noch die Waffen. Die sind auch aus Legion, ist einfach die Artefaktwaffe. Und warum habe ich die genommen? Und zwar, nur wenn man diese Artefaktwaffen getransmogt hat, dann hat man diesen tollen muskulären Bären. Und da ich Druid-Tank bin und zu 95% quasi in der Gestalt bin, also in der Tankgestalt, hat für mich tatsächlich die Tankgestalt eine höhere Priorität als dementsprechend dann das Transmog. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich brauche unbedingt diese Artefaktwaffen fürs Transmog und muss die halt nehmen, kann dann leider nichts anderes transmogen. Ich hatte früher mal einen schwarzen Stab dazu transmogt, weil man ja als Druid-Tank meistens einen Stab anhat. Genau. Das soweit zu dem ersten Transmog. Das ist auch tatsächlich mein Lieblingstransmog, weil ich es dementsprechend auch schon so lange mit dem Target transmogt habe. Deswegen, das wird jetzt hier nicht in einer aufsteigenden Reihenfolge sein, das Ganze. Und ja, ich würde sagen, jetzt gucken wir uns noch ein paar andere Sets an. Und da fangen wir jetzt mal unten an. Und zwar, wo ist es denn? Nicht Eiskrone, hier haben wir es. Was ich auch ein ganz cooles Set finde, ist das hier. Und zwar ist das aus der Bastion des Zwielichts. Und zwar aus dem Normal-Modus. Und da hat man quasi, ja, hier so einen Set mit diesen Flügeln. Die fand ich ganz schön. Es flattern quasi auch diese Federn weg, wenn man läuft. Ist auf jeden Fall ein schönes Set. Ich hatte es mit dem Twink auch mal getransmogt. Und das würde ich jetzt als zweites Set nehmen. Das ist nämlich auch nicht ganz so dieses grün Baumkuschler-Set, was sonst die Druids zu 90% leider haben. Genau, das ist das zweite Set. Dann das dritte Set, da müssen wir dann ein bisschen weiter hoch. Und zwar, genau, müssen wir einmal zur Nachtfestung. Und zwar ist es dieses Set hier aus der Nachtfestung im mythischen Modus. Das finde ich sehr, sehr cool mit diesen leuchtenden Schultern. Der Helm ist auch ganz nice. Und es ist einfach sehr farbintensiv und das mag ich tatsächlich. Sage ich, obwohl ich ein anderes Set habe, was komplett schwarz ist. Aber das finde ich sehr cool. Es hat kräftige Farben, es leuchtet. Und ja, ist mal auf jeden Fall was anderes. Und hiervon ist auch, glaube aus dem Normal, oder? Nee. Das Normal-Set finde ich auch nicht so schlecht. Aber hiervon ist, glaube ich, der Rücken, den ich mit dem Set hier tatsächlich habe. Aber das Mythic-Set ist tatsächlich das Schönste, wie ich finde. Wobei das Normal-Set. Ja, das Lila ist auch nicht schlecht. Also da sind auf jeden Fall die Farbvariationen es wert, sie zu farmen, weil sie dann doch schon relativ unterschiedlich sind von der Farbgebung. Genau, das ist jetzt das dritte Set. Das vierte Set müssen wir wieder ein bisschen weiter runter scrollen. Und zwar müssen wir da zu dem Set aus WoD
Von der Schwarzfestgießerei. Genau, dieses Mythic-Set. Das ist auch mal wieder was komplett anderes. Zwar jetzt hier mal ein grünes, aber ich fand das cool, weil zum einen die Schultern sich hier so ein bisschen bewegen. Das sind so kleine Mäuler. Man eine relativ große Krone aufhat. Und diese Flügel. Das ist halt auch mal was komplett anderes. Ich weiß nicht, ob irgendein anderes Set oder irgendwelche anderen Items solche Insektenflügel haben. Die sehen sehr, sehr cool aus. Und deswegen muss ich sagen, das Set ist nice. Hatte ich bei einem Twink tatsächlich auch mal transmog. Obwohl ich meine Twinks jetzt nicht sonderlich oft transmog. Ich spare mir da tatsächlich ganz gern auch das Gold. Genau, also das ist dann das vierte Set, was ich euch zeigen kann. Einmal hier aus der Schwarzfelsgießerei. Ihr seht, die flattern auch, die Flügel. Also das ist tatsächlich eine recht coole Angelegenheit. Und das letzte und zweitcoolste natürlich nach dem hier ist ein Set, das man nicht mehr erspielen kann. Und der Selekis hatte ja auch schon eins von diesen Sets drin. Und zwar reden wir jetzt hier vom Challenge-Mode-Set. Und ich hoffe, ich finde es. Hier ist das Challenge-Mode-Set. Und das hatte ich tatsächlich. Ich habe ja eine Weile auch mal auf der Hordenseite Main geradet. Und das habe ich mit meinem Hordler transmogt. Hatte auch eine Weile, das glaube ich mit dem Main hier transmog gehabt, bis ich wieder zum Schwarzen zurückgekehrt bin. Und das sind eigentlich so meine zwei Lieblingssets. Das Schwarze. Und einmal hier dieses Challenge-Mode-Set ist auch relativ farbenkräftig. Und eigentlich könnte ich das mal transmoggen. Da gibt es nämlich auch eine ganz coole Waffe zu. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir das Jack? Ich habe zu viele Mounts, ich sag's euch. Das könnten wir jetzt auch mal transmoggen und dazu auch eine Waffe raussuchen. Zu den anderen Sets muss ich ehrlich sagen, müsste ich erstmal die Waffen suchen. Da bin ich jetzt nicht so im Transmog-Business drin. So, da haben wir's. Transmoggen wir das mal drüber. Achso, einen Rücken, den können wir eigentlich rausnehmen, oder? Rücken braucht es keinen. Vielleicht gibt es da einen coolen Rücken, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine coole Waffe. Und dann nehmen wir jetzt mal nicht die Challenge-Mode, nicht die Artefaktwaffe rein, sondern es gibt eine Challenge-Mode-Waffe, die man in WoD sich holen konnte. Und die passt da anscheinend recht gut dazu. Ich bin mir jetzt leider nicht sicher, ob es eine Stangenwaffe oder einen Stab ist. Ich suche sie gerade. Die sieht nämlich ziemlich beeindruckend aus. Ich meine, es war eine Stangenwaffe. Das ist sie, oder? Wie heißt denn die? Also ich glaube, das ist die Challenge-Mode-Waffe. Die hat nämlich einen ähnlichen Farb. Obwohl, gab es da nicht noch eine andere? Wahrscheinlich habe ich jetzt die falsche transmoggt und alle Transmog-Fans werden mich dafür quasi in den Kommentaren verurteilen. Aber ich meine, das müsste gewesen sein. Es war nämlich eine Stangenwaffe, soweit ich weiß, und kein Stab. Wir schauen jetzt hier zur Sicherheit nochmal die ganzen Stäbe durch. Ich habe schon wieder mich gut vorbereitet, ihr merkt es. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Stangenwaffe war. Ich kann es euch jetzt auch gleich nochmal zeigen. Ja, das muss schon die gewesen sein. Und zwar gab es die dann beim Challenge-Mode beim Challenge-Mode quasi in WoD, da hat man die Waffen gekriegt und in MOP hat man quasi einmal die komplette restliche Rüstung gekriegt. Gut, ein Umhang würde jetzt noch fehlen, aber den braucht man da nicht unbedingt. Diese Waffe, die passt halt einigermaßen, weil sie so denselben Schimmer hat wie dementsprechend das Set. Können wir sie auch vielleicht mal rausnehmen. Ihr seht, die ist relativ riesig tatsächlich. Sieht ganz lustig aus. Genau, das waren eigentlich soweit die Transmogs. Fünf Stück. Drei davon waren jetzt T-Set Transmog. Eins war das Challenge-Mode und das letzte war das quasi zusammengebastelte, was ich mir selber transmogt habe und was mir tatsächlich am besten gefällt. Gut, damit wären wir durch mit den Transmog-Sets. Schreibt mir die gerne in die Kommentare, was ihr von den Sets haltet. Und dann muss ich, glaube ich, noch ein paar Leute nominieren. Und ja, wen nehmen wir denn da? Wer will denn schön was transmoggen? Ich würde sagen, der Totemwerfer, der darf mal so ein bisschen sich am Transmoggen probieren. Dann können wir den Craft noch mit reinnehmen. Und wer will noch Transmoggen? Vielleicht noch einen anderen Druid, der vielleicht coolere Sets hat. Vielleicht will der Battletaure auch seine Transmogs zum Besten geben. Vielleicht hat er coolere Ideen als ich. Vielleicht auch ein bisschen was selbstgebasteltes. Da bin ja ich nicht so mit quasi groß dabei. Und ja, damit sind wir am Ende von dem Video. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.